So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War 2 mit den Spartanern. So, ja, also die Nordgrenze wird bald fallen, also da gibt's nichts mehr zu holen dann. Das da wird interessant, weil da ist ja unsere Armee jetzt letztens gefallen. Ja. Und sonst hier ist auch nicht mehr viel. Hier das da. Ja, okay. Pontos wird noch spannend. Und wie gesagt, die Budini. Budini. So, gehen wir mal Richtung Norden. So. Okay, die sind fast wieder vollständig geheilt. Mach mal das Spiel ein bisschen lauter. Ja, Spartas Furz wird mal den britannischen bisschen. Bisschen auf dem Zahn fühlen. Okay, hier kommt man nicht so schnell voran, aber das ist ja egal. Okay, hier die ganzen Agenten. Krass. Ja, die brauche ich hier dann eigentlich nicht mehr. Die schicke ich dann einfach dann nach Hause, beziehungsweise ja, bis sie hier sind, ist das auch gefallen, ne? Also ich meine, die da. Warte mal. Da ist halt die Gefahr, ne? Also wenn die zurückkommen und die beiden mich angreifen, eigentlich muss ich das jetzt sofort machen. Der geht Richtung hier. Pedro war, die haben nicht so eine große Garnison. Ist sonst noch jemand hier? Ich glaube nicht. Also die da holen sich gerade was. Kavallerie darf ich nicht. Pontos. Okay, nochmal. Die da sind halt auch super. Was kannst du hier sonst noch machen? Nichts eigentlich. Okay. Du. Okay, du gehst nach da. Du. Ja, machen wir automatisch. Machen wir automatisch. Haben auch keine verloren. Wunderbärchen. So, nein. Alles Militärische kommt hier weg. Außer in Alexandria. Okay. Der ist nächste Runde da. Okay. Hier wird ein bisschen gestresst. Ah, der kann die nicht erobern. Die sind zu krass. Okay. Hier der da. Diese da. Die können eigentlich auch hier hin. Die können eigentlich. Die können eigentlich auch nach oben und die verteidigen. Was macht ihr?
Ihr geht mal dahin. Oder du. Das ist ja einzelne Person. Du gehst gerade. Du bist gerade gegangen. Du bleibst da. Ah, wegen denen, ne? Aber die kann ich ja jetzt auch. Ah, nächste Runde. Okay, okay. Okay. Ah, genau. Hier, das da. Soll ich eine Runde warten oder nicht? Ich glaube, ich soll keine Runde warten, aber ich mach's trotzdem. Es ist zu riskant eigentlich. Also wenn das da eine normale... ein normaler Gegner wäre, wäre ich ein großes Problem. Dieser sinnlose Krieg könnte... Hast du angefangen? Das Interessante ist, dass so eine Plänkler... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7... sieben Pikiniere. Uiuiuiuiui. Das Lustige ist halt bei so Plänkler starken oder also Plänkler Kavallerie starken Fraktionen, die sind richtig schwer zu spielen. Also aus dem bekannten Grund, und zwar die da müssen halt extrem gut gemanagt werden. Und das ist halt richtig happig. Okay. Soll ich mich wieder da verkriechen oder? Also der wird sehr sicher von hier kommen. Das ist halt die Front quasi so groß. Also hier die zwei Wege. Und wenn ich mich hier ein Bunker, der wird halt dann so und so kommen, wenn er schlau ist. Wenn ich Glück habe, wird er nur von hier kommen. Ja, wobei von hier kommt er eigentlich auch immer. Oder ich verbarrikadiere mich hier mit hier Ding Ding und hier kommen die Fernkämpfer. Ich probiere es mal. Also so, hier. Okay, hier sind noch mal zwei Pikiniere. Okay. Obliten Jugendliche. Kommen dann hier hin, die Kavallerie. Periökische Hopliten. Bürgerkavallerie. Die kommen hier raus wieder. Und dann haben wir alles. Bereit, willig und fähig. So, die da kommen raus. Oh. Die kommen von da. Okay. Das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt was anderes. Das ist was anderes. Dann verbarrikadiere ich mich wirklich hier. Den werde ich auch nicht schnell genug kaputt machen können. Kaputt machen. Den werde ich auch nicht schnell genug aufhalten, bevor die Verstärkung kommt.
So, okay, also hier schön breit aufstellen. Hier die da. Und hier die da. Kavallerie auch da. Wobei erstmal den Rückzug schützen. Okay, der fängt schon hier an zu stänkern. Schnell jetzt! Bürgerkavallerie, Befehle! An die Waffen! Führung! Zu Befehl! Okay, der geht zurück, sehr gut. Warte, stopp. Nicht schießen. Schießen. Okay, jetzt wieder nicht. Okay, die müssen jetzt weg. Gut. Ja, also können wir ein bisschen leiser machen jetzt. Okay, habt ihr Phalanx an? Ja, sehr schön. Ich bin sehr stolz auf euch. Ach, was macht ihr denn auch da? Seid ihr behindert? Ja, offensichtlich. Sorry. Ach Gott. Dummheit muss bestraft werden. Und hier ist es halt mitten tot. Oh. Naja, okay. Passiert. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut, dann Rückzug. Hier kommen die mal. Auch schön die Phalanx anmachen. Warte, euch brauche ich später. Nein, ihr könnt von hier schießen. Okay. Ich muss auf die Pikiniere schießen. 3, 2, 1, go. Problem ist halt, jetzt kann ich nicht von hinten angreifen oder so. Ja. Weil mit der Kavallerie wäre das ein bisschen einfacher gewesen. Okay, die leiden wirklich gut. Hier sind noch Pikiniere. Alles voller Pikiniere. Piloten!
Geschosse warten auf Ziele. Sehr gut. Jetzt kommen hier aber auch die Pikiniere. Feuert auf den Feind! Steinschleuderer! Zu euren Diensten! So, schön auf die Pikiniere. Steinschleuderer! Bahn Pikiniere. Blüten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die müssen auch hin. Der geht mal hier hin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, so. Gehen auf die Pikiniere drauf. Und ihr genauso. Die laufen so dämlich immer. So, sehr gut, sehr gut. Okay, und zurück. Die werden wiederkommen, das ist das Problem, aber nur ein kleines Problem. Okay, müde, müde. Dann, ach, weißt du was, ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich mache das also im Halbkreis. Die switche ich jetzt auch mal. So. Ja, ganz so. Ganz so schlecht läuft es gerade tatsächlich nicht. Aber das ist noch alles Zukunftsgeplänkel, was hier noch passieren wird. Okay, die Pikiniere kommen wieder. Aber das ist kein Problem. Und deswegen haben wir das hier so gemacht. Deswegen haben wir die hier so. Deswegen haben wir hier so einen Halbkreis gemacht. So. Nummer 1 ist fertig. Schnell zurück. 2 ist auch durch. Okay, die sind auch leider durch. Okay,
Okay, dann geht ihr mal hier hin, ihr geht da hin. Und Angriff. Und Angriff. Und Angriff. So. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Auch in Ordnung, ne? Hat er sonst noch was? Hier ein paar Steinschleuderer. Ja, das ist kein Problem. Sehr gut. Und hier die werden auch nicht durchkommen. Ja, vor allen Dingen, weil die jetzt sich rückwärts hinstellen. Gut, machen wir mal ein bisschen schneller. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Ich wollte den gerade hier hinstellen, damit er hier von der Seite reinschießt. So, schön Druck aufbauen. Der kann mal da haben. Wobei, ich gehe mal hier zurück. Hier hole ich mal da raus. Hier charge da rein. Dann so. Sehr gut, ach, die können auch mal mitmachen. Ach, das ist jetzt unfair. General! Schnell vorrücken! Schnelles Maschinenfeld! Ja, Kommandant! Bereit zum Einsatz! Geschoss in Infanterie-Bereich! Alter, was für ein Arsch. Okay, aber das ist gut, dass er jetzt auf die geht. So, wie sieht's hier aus? Okay, den verjagen wir jetzt. Das ist gut. Stellt euch mal gescheit hin. Und jetzt los geht's. Sehr gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was? Wie sind die so schnell geflohen? Und warum? Hä? Okay, das war jetzt sehr seltsam. Klar, die haben gewankt, aber meine Güte. Puh.
sind die sind jetzt auch weg. Ja. Uiuiui. Knappe Kiste, aber wir haben gewonnen. Aber auch nur, weil wir drei Pekinier-Einheiten hatten. Und weil er nicht komplett angegriffen hat. So. Uiuiui. Das war knapper Sieg, ja, doch. Ui, 400, 300, 200. Ja, doch, doch, sehr gut. Aber wir haben schon wieder nichts erreicht. Und es sind schon wieder 26 Minuten. Eieieiei, okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Mann, okay. Das war anstrengend, aber wir haben es geschafft. Wir haben eine Fullstack-Armee von ihm aufgehalten. Muss man auch schaffen. Gut, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.